Hallo Leute und herzlich willkommen zu einem weiteren Video auf meinem Kanal. Mein Name ist Bedrohung B809 und eigentlich war dieses Mal ein anderes Video vorgesehen, was ich machen wollte. Aber, zu folgender Sache ist es gekommen. Ganz kurz erklärt, just for fun, witzige Geschichte. Da weiß man, dass man aufpassen muss, was man sagt, egal wo man ist, weil man wird ja auch schon an der Stimme erkannt. Ich wusste nicht, dass meine Stimme so markant ist. Folgendes. War unterwegs nach Landshut mit dem Alex. Und der Alex hatte Verspätung. Nee, mit Alex nicht. Mit dem RE50 hatte Verspätung gehabt. 6 Minuten. Und ich hab in Landshut umsteigen müssen, damit ich noch die Regionalbahn Richtung Mühldorf krieg. Und dann hat man ja als Lokführer so ein bisschen seine Connections, ne? Man weiß, dass 6 Minuten wird eng mit umsteigen. Und dann hat man ja als Lokführer so was Schönes, das nennt sich T-Fix. Und da gibt es die ganzen Nummern von sämtlichen Fahrdienstleitern. Und dann habe ich da angerufen beim Fahrdienst Landshut. Da sage ich, Servus, Grüße, der Philipp hier von der Smart Rail, hi. Wie sieht's aus? Könntest du die Regionalbahn nach Mühldorf noch warten lassen? So, da bist du der Umsteiger aus dem Alex. Sei, nein, ich bin im RE50, da hat er 6 Minuten Verspätung. Und dann sagt er so zu mir, ja Mai, wenn du dafür noch ein paar schöne YouTube-Videos machst, dann lasse ich die Regionalbahn auf die warten. Und da war ich erstmal ein bisschen geplättet. Und dann sagt er zu, und dann sage ich so, du weißt schon, wer ich bin. Ja, hier, der Bedrohung B8 Adam 9, was soll hier wie Führerstandsvideos, die Stimme ist markant, die erkennt man. Sag ich, okay. Wie gesagt, machst du ein paar schöne Führerstandsvideos, lass ich dir warten. Sag ich, demnächst kommt ein Landshut Blattling. Okay, sagt er, gut, passt, lass mal warten. Und ich habe die Regionalbahn doch gekriegt. Gott sei Dank, sonst hätte ich eine Stunde warten müssen. Wäre scheiße gewesen. Gut. Also, lange Rede, kurzer Sinn. Ich habe es indirekt versprochen. Großen Dank nochmal natürlich an den Landshuter Fahrdienstleiter, wenn du dich hier wieder hörst, ne, dann weißt du, wer gemeint ist. Und deswegen führt heute unsere heutige Reise von Landshut Bahn Hauptbahnhof mit der 111 zu 13 über Altrhein, A-Rhein, Wörth an der Isar. Leuching ist hier noch dazwischen, Dingerfing, Schweigen, Landau und Wallersdorf nach Plattling. Was ist denn hier? Ah! Landau ging damals noch eine Nebenbahn weg. Geil, die Stiegelig. Das hier müsste Frontenhausen sein. Genau. Frontenhausen, da sind sie früher noch mit der V90, sind sie damals den Müll noch rausgekarrt. Ja? Also, ich habe hier direkt, wenn man mal ganz kommt, auf Mühldorfer Stern, ne? Hatte ich überall Streckenkunde. Also Richtung Passau runter, Richtung Simbach runter. Richtung Salzburg runter bis Hörpolding hatte ich Streckenkunde, runter bis Wasserburg auch, Rosenheim, ah ja, die überall. Aber lange Rede, kurzer Sinn, wir fahren von Landshut nach Plattling. Danke nochmal an den Fahrdienst Landshut und ich würde sagen, wir starten das Video. Wir sind als Zeitmäßig unterwegs, deswegen auch relativ flott. So, Ausfahrt in Landshut aus Gleis 2 mit S60. Wie gesagt, da war da noch so. War da noch so, ja! Ja, wenn du fahrbereit bist, dann fahr mal gleich. Habe ich natürlich einen Hebel auf den Tisch gelegt hier. So, dann fahren wir hier Landshut raus. Wie gesagt, links geht's rüber Regensburg, also Obertraubling Regensburg. Kann man übrigens auch gerne sehen. Gibt's auch ein Video von mir, durch um rechts markieren. Haben wir da, wie gesagt, ein ZS2 gesehen mit Richtungsanzeiger P für Passau oder Plattling. Steht übrigens, weiß ich jetzt nicht ganz genau, aber es steht in den örtlichen, also in den örtlichen Richtlinien, die es früher, damals hieß, jetzt heißt es Angaben zum Streckenbuch, steht es drin,
für welches Ziel diese Buchstabe ist. Zack, Fenster zu. So ist auf 100. Und wir biegen jetzt, wie gesagt, rechts ab. Auf der rechten Seite sieht man übrigens BMW. BMW ist ja Landshut München. Das ist ja sehr, sehr stark verbreitet. Du hast in Landshut BMW, in Leuching hast du BMW. In Wörth hast du, glaube ich, auch BMW. In Dingolfing hast du BMW. In Wallersdorf hast du BMW. Schau, da haben wir hier noch. Kurzes Rennen mit dem Flex, mit dem Flughafen-Express, der fährt nach Regensburg. Wie gesagt, wenn du in Landshut bist, ungefähr bei der BMW, ungefähr, hast du noch alte Gleise drin liegen, die werden jetzt leider nicht mehr genutzt. Aber damals hast du zum Beispiel noch ein Gleis gehabt in dem Burger King. So, da hast du jetzt gerade gesehen, Gottes Willen, da tue ich mal ganz kurz, das mache ich eigentlich nie, aber das will ich euch mal erklären. So, das hier ist eine Merktafel BÜ3. Das ist der Beginn einer Einschaltstrecke für einen Bahnübergang. Jetzt kommt das richtig Spannende bei der Sache. Du hast hier oben ein BÜ stehen. BÜ bedeutet Beginn einer Einschaltstrecke. Das sagt mir also, pass auf, Kollege, du hast hier eine Merktafel, das bedeutet, es ist ein fernüberwachter Bahnübergang, den überwacht der Fahrdienstleiter Landshut. BÜ bedeutet Einschaltkette, das bedeutet Einschaltpunkt für mehrere Bahnübergänge. Und der erste BÜ ist in Kilometer 3,3. Hat den Hintergrund, dass wenn ich jetzt zwischen der Einschaltkette, also den Einschaltpunkt, diesen hier, und den letzten BÜ der Einschaltkette zum Stehen komme oder unter 20 km/h fahre, dann muss ich die nächsten BÜs sichern. Und so viele, wie in der Einschaltstrecke sind. Also wenn ich jetzt, sagen wir mal, wie zum Beispiel Landshut-Mühldorf, bei einer BÜ-Kette von 7 BÜ am zweiten eine Störung hat, muss ich den zweiten, dritten, vierten, fünften, sechsten und siebten BÜ auch sichern. Das bedeutet, das ist eine richtig verfickte Sache. Tut mir leid, dass ich so sagen muss. Wir beobachten das mal. Ha? So, Beginn Einschaltstrecke, ne? Das bedeutet, ab hier ist der BÜ jetzt, also der schaltet sich jetzt scharf. Wenn du jetzt einen Lokführer überwachten BÜ hättest, hättest du dann hier noch ein Überwachungssignal, was dir dann anzeigt, ob der Bahnübergang gesichert ist oder nicht. Und dann erst 1000 Meter später kommt der Bahnübergang. Das ist bei fernüberwachten Bahnübergängen ein bisschen anders. Wenn die auf Störung gehen, dann bekommst du einen Nothaltauftrag vom Fahrdienstleiter. Hier halten wir ganz kurz an. Zack. Hier hast du BÜ in 3,3. Merktafel? Also du hast einmal die Kennzeichentafel und die BÜ-Merktafel, glaube ich. Ich weiß es nicht jetzt ganz genau. Auf jeden Fall sagt die BÜ, die weiße Tafel, dass dieser BÜ steht jetzt in Kilometer 3,3. Gut, wenn du halt einen Befehl brauchst, zum Beispiel BÜ in Kilometer 3,3 muss gesichert werden. Und hier hast du noch unten eine Kennzeichentafel. Der nächste BÜ ist in Kilometer 4,3. Wenn jetzt nur die weiße Tafel, keine gelbe Tafel mehr dastehen würde, dann wäre es das Ende der Einschaltstrecke und wir müssten dann nichts mehr sichern. Aber solange unten noch eine Kennzeichentafel steht, gehört dieser Bahnübergang mit zur Einschaltstrecke. Sorry, wenn ich ab und zu mal anhalte, aber ich will euch ja auch was erklären. Nicht wie bei TikTok, Petrobi809 auf TikTok nur Schmarrn machen. Ich möchte natürlich auch hier was erklären. Wie gesagt, bis Ahrheim kontrolliert das hier der Fahrdienstleiter Landshut mit. Danach ist erst dann der Fahrdienstleiter Wörth an der Isar. Der ist dann aber nicht mehr, der hat dann aber kein Gleisbildstellwerk mehr, der ist dann Wörth an der Isar ist mechanisch. So, ja, mal Halter warten. Ist natürlich mit einer LZ, ist da schnell gebremst. Wie gesagt, in Ahrheim und Altheim können die... Hier zum Beispiel, jetzt hat man rechts nur die weiße Tafel gehabt, das bedeutet hier das Ende der Einschaltstrecke.
Hier ist es halt so, dass die Signale ziemlich spät kommen können. Wegen den Bahnübergängen. Hier wird definitiv sehr spät geschalten, damit man halt die Bahnübergänge nicht so lange zulässt. Hier zum Beispiel haben wir Einfahrt frei, Ausfahrt ist noch Halt. Wir haben schönes Wetter, alles klar. Es ist übrigens noch Wetter gemacht. Die Aufnahmen sind gar nicht so lang her. Ich bin jetzt LZ mit der 111 gefahren. Hier zum Beispiel, dieser Bahnübergang hat überhaupt keine Merktafel oder Kennzeichen dafür. Dieser Bahnübergang ist signalabhängig. Das bedeutet, dieser Bahnübergang geht nur auf Fahrt. Der Bahnübergang, das Signalfeuer geht nur auf Fahrt, wenn der Bahnübergang geschlossen ist. Hier ging früher mal das Gleis, was ihr gesehen habt, ging rüber zum Umspannwerk Altheim. Ja, der ist auch signalabhängig, der Bahnübergang. Wie gesagt, Altheim und A-Rhein sind ganz normale Betriebsstellen, also Betriebsbahnhöfe in dem Sinne ohne Bahnsteige, einfach nur zur Zugkreuzung. Diese Strecke ist halt durch den ganzen BW-Verkehr und so und den ganzen Regionalverkehr so stark belegt, dass man schon, wie ihr seht, ich fahre relativ zackig. Das bedeutet, ihr werdet auch noch sehen, es werden noch einige Haltzeichen-Signale kommen, aber es ist auch so, dass die Fahrdienste dich anrufen und sagen, fahr zügig, fahr nicht zügig, pass auf, du kriegst bei mir eine Kreuzung und so. Die müssen schon schauen, dass sie die Züge fahren lassen. Du hast hier, wie gesagt, den Regionalverkehr, dann hast du durchgehend Güterverkehr von Passau Richtung München, du hast BMW-Verkehr nach Dingolfing. Da ist schon einiges los auf der Strecke. Dann hast du zum Beispiel Altheim, A-Rhein ist zum Beispiel nur zweigleisig. Altheim ist nicht besonders lang, das Gleis. Dann hast du das Problem, in Lorching ist zwar relativ lang, aber in Lorching hast du in der Mitte den Bahnübergang, da kannst du auch keinen langen Zug abstellen. Erst dann in Dingolfing wieder. Und Dingolfing ist auch ein Problem mit dem Platz. Hier haben wir übrigens freie Einfahrt in A-Rhein. In Dingolfing hast du auch das Problem, dass natürlich die ganzen Autozüge von BMW dort abgestellt werden. Und da hast du auch Containerzüge da, Containerzug zum BMW Logistikzentrum und all so Zeug. Was die Strecke sehr, sehr, wie soll man das sagen, sehr, sehr eng werden lässt. Also sehr viel, ja, wie soll man das sagen, sehr viel Verkehr halt. So, wir haben Durchfahrt in Altheim, in A-Rhein. Ich verwechsel das immer, das ist so schlimm. Ich sage mal A-Rhein, Altheim, das passt natürlich nur, wenn du von Richtung Dingolfing fährst, aber hier ist es halt Altheim, A-Rhein. Am schönsten sind bei mir muss so die Schichten. Die Schichten, wenn du so die Lok abgestellt hast im BW Landshut und dann sagst du eben, sagt der Chef, pass auf, hier fährst du bitte Landshut, fährst mal nach Dingolfing, ein Autozug nach Saal. Saal ist in der Regensburg. Kommt auch noch ein Video. Und dann fährst du LZ wieder zurück und stellst die Lok wieder hin. Und das ist geil, dann parkst du mit deinem Auto beim BW, fällst zweimal hin, bist bei der Lok, fährst deine Schicht, fällst zweimal hin, bist wieder beim Auto und dann schnell wieder zu Hause. Das macht Spaß. So, rechts sieht man übrigens, hat man gesehen, ein Kernkraftwerk Isar 2. Da kommt dann gleich auch der Avanst Kernkraftwerk, der heißt wirklich so.
Ausweichanschlussstelle Kernkraftwerk. Gibt es so just for fun so ein Film, so eine Doku, wo sie einen Generator bringen zum Kernkraftwerk Isar 2 von Regensburg her. Und das kann mich noch erinnern, da ging es im Wirt nicht weiter mit dem Generator. Und da hat der Lokführer auf seiner Ludmilla vorne, auf seiner 232, erstmal das Radio angemacht. Man hat so Münchner Welle oder was das war gehört. So bayerische Volksmusik, das weiß ich noch ganz genau. Leider kenne ich den Film. Ich kenne den Film, aber ich weiß nicht mehr, wo es den Film gibt. Den gab es mal bei YouTube, war ganz geil. Genau, hier Avanced Kernkraftwerk. Früher habe ich mir sagen lassen, gab es in Regensburg noch zwei Ludmillas, die Bereitschaft waren zur Kernkraftwerksreserve. So, ein Vorsignal wird. Leute, Kernkraftwerksreserve, sowas wie zum Kastoren wechseln in der Nacht, sowas. Weiß ich aber auch nicht ganz genau, nur durch Erzählungen. Ich habe es ab und zu mal da stehen sehen, jetzt stehen sie nicht mehr. Ich habe schon Castor stehen sehen in Landshut, habe ich auch schon gemacht. So, Formsignal, Einfahrt freien Wirt, Ausfahrt halt. Meistens sind sie in Wirt auch ein bisschen langsam mit Fahrstraße ziehen. Wirt und Dingolfing sind übrigens die einzigsten mechanischen Stellwerke auf der Strecke. Wallersdorf ist ESTW, Landau sowie Leuching, Landshut ist alles Gleisbild. So, wird an der Isar. Rechts sitzt der Fahrdienst. Mit seiner kleinen Hütte. Und wir haben Ausfahrt frei. So, bis Wirt durften wir 120 fahren. Zwischen Wirt und Leuching dürfen wir dann unsere Geschwindigkeit erhöhen auf 140. So, übrigens wollte ich nochmal sagen, dadurch, ich werde ja immer bekannter, würde ich jetzt nicht sagen, aber ich sehe halt immer, dass viele Leute mir kommentieren und wenn ich irgendjemanden vergesse oder nicht alles... Hallo! Halt die Klappe. Nicht alles vorlesen kann, dann tut es mir wirklich leid. Seid mir deswegen nicht böse. Ich versuche, wie gesagt, alles vorzulesen, was geht. So. Sebastian Dalpetz hat geschrieben, bist du auch mal über den Arlberg gefahren? Hab ein paar Mal eine Locomotion Lok gesehen, beziehungsweise ist an mir vorbei. Ja, also es gab mal Umleiter, wo es Allgäu gesperrt war, sind so Umleitungen gefahren von Wolfurt über den Arlberg nach München. Das gab's, aber bin ich nie gefahren. So.
Harald Foschepott, wenn ich das richtig ausspreche. Ab hier beginnt es 140. Hat geschrieben. Hat was geschrieben zur Bahnstrecke Seewald-Rotenmoos. Ah ja, okay. Danke für die Aufklärung übrigens. Wenn ich erinnert, zur Fürstandsmitfahrt Aulendorf-Friedrichshafen, habe ich gesagt, dass da ab den Flughafen wohl mal eine eingleisige Bahn rüberging. Das war die Mussolini-Bahn, hat er mich verbessert oder aufgeklärt. Das fand ich sehr nett. Übrigens haben wir jetzt Durchfahrt in Leuching. Max Grün, der Bruder von Cordula Grün, Spaß, hat gesagt, zweimal 111 sind doch locker in Doppeltaktion zu fahren. Natürlich sind es locker in Doppeltaktion zu fahren. So, hier übrigens auch wieder, ne? Habt ihr gesehen? Hier Ankündigung für die Merktafel. Bedeutet fernüberwachte Bahnumgänge, diesmal aber vom Fahrdienstleiter Dingolfing. Ihr habt gesehen, in der Mitte hat Leuching, wie gesagt, den Überweg. Ist geil, wenn du mit einem kurzen Zug kommst. Und dann sagt er, ja, pass auf hier. Kannst du noch bitte vor dem Überweg halten, dann mache ich den Überweg noch auf. Dann hältst du vor den Überweg. Dann schraubt er dir vor dir die Schranke hoch. Und davor, nach der Kreuzung, also zur Kreuzung macht er dir wieder zu. Und nach der Kreuzung, bevor du losfährst, natürlich auch. Oh, ist witzig, muss ich sagen, ist witzig. Übrigens hast du gesehen, da links, kurz nach Leuching, ging es raus zum Dynamikzentrum von BMW. So, Einfahrt halt in Dingolfing. Leuching-Dingolfing ist gar nicht weit. So. Daniel hat ein schönes Video, aber ich habe mal eine Frage. Wie schnell darf ein Güterzug hier in Deutschland fahren? Also, die Güterzuggeschwindigkeit tut sich anhand des Wagenmaterials festlegen, aber schnellste Güterzüge, so wie ich weiß, 120. Sir Mike hat geschrieben, darf in der Lok eigentlich geraucht werden? Nein, Rauchverbot. Aber ich rauche sowieso nicht. So. Heiko Baumann hat gefragt, wann kommt Teil 3 der Fahrt? Weil ich ja gesagt habe, ich bin noch weitergefahren mit meinem Zug nach St. Margareten. Aber erstens war es das Problem, dass ich Punkt 1 nicht weiterfilmen konnte, weil es zu dunkel war und weil mir die Kamera ständig abgeschmiert ist. Hier übrigens links das Gleis, ne, kommt von BMW, von der BMW Auto Beladung und geht da vorne, wie gesagt, zum Dingolfinger Fahrdienst. Wie gesagt, die V60 drückt meistens die Wagen rein und zieht sie wieder ab. Stefan, servus, fährst du auch die V90? Super, wie du werden. Stefan, musste mal in meiner Playlist gucken. V90 bin ich schon gefahren, auch aufgenommen. Es war wie ein Ink. Danke für die Beantwortung meiner Frage. Weiterhin gute Fahrt. Danke dir, bitteschön, immer wieder gerne. So, jetzt sieht man, wie viel Dingolfing Platz hat, ne? Das durchgehende Hauptgleis braucht er für die Personenzugfahrten. Das andere Gleis für, wie gesagt, seinen Schrott. Hat er auch noch Schrott, Stahlschrott und sowas. Dann hast du hier zwei Gleise, wo du sagen kannst, du kannst mal ein paar Autowagen abstellen. Dann brauchst du eins ja auch noch zum Durchfahren. Und dann hast du auch noch, wie gesagt, den Containerzug und so weiter. Also viel Platz hast du in Dingolfing nicht.
Michael Schweizer, viele, viele Bundespartys. Ja, bitteschön. Ich war von dem letzten Video, also von Auldorf nach Friedrichshafen, selber begeistert, weil ich nicht gedacht habe oder wahrscheinlich schon vergessen habe, dass diese Abendstimmung so schön war. So, wir hatten jetzt wie gesagt Einfahrt halt in Dingerfing, dann haben wir gesagt Einfahrt freie Ausfahrt halt. Jetzt haben wir hier Ausfahrt gekriegt. Ah, der Wärter, der hat schön gegrüßt. Sehr gut. So, 140 dürfen wir fahren. Ghost 77, schöne, wie immer super klar und schöne Bilder, tolle Fotos. Robert, auch danke zu deinen Kommentaren. Aber ich muss sagen, deine Kommentare sind so lang. Ich mag dich, aber die kann ich einfach nicht vorlesen, da springt das ganze Video. Andreas Kvari, was ist Zugbeeinflussung? So, hier wieder Einschaltstrecke, ne? Habt ihr gesehen? Das war der Fahrdienst Schweigen vom nächsten Bahnhof, auch Betriebsbahnhof. Das Schweigen der Lämmer. der hat mir gesagt, Kreuzung mit dem Regionalexpress, also kürzeste Fahrzeit bis Schweigen. Und dann Kreuzung mit dem Regionalexpress in Schweigen. Trotz Zugbeeinflussung. Zugbeeinflussung ist wie wenn du bei der 111er das Büb, wenn ich ein Signal bediene. Oder sowas. Das ist Zugbeeinflussung. Das ist eine Sprachausgabe. Finde immer witzig, das habe ich ja jetzt, das tue ich ja schon fast gekonnt ignorieren, aber ich finde immer witzig, wie in Kommentare manche Leute immer mir vorschreiben wollen, wie ich was zu machen habe. Finde ich sehr witzig. Ja, was die anderen schreiben, interessiert mich nicht und so weiter. Ich finde es witzig. Wie gesagt, ich lese die Kommentare hier drin vor. Auf Strecken, wo es ein bisschen eintönig ist, mache ich das gerne. Schauen wir mal. Hunter geben es. Sehr schön, danke. Aktuell ist es tatsächlich etwas ruhig geworden mit Kesselziegen auf der Süd- und Allgäubahn. Hoffe, es wird bald wieder besser. Weiß halt keiner, ne? Was der Kunde will. Wenn der Kunde fahren will, fahren wir. Wenn der Kunde nicht fahren will, fahren wir nicht. Genau. Genau. So, das war's mit den Kommis. Deswegen, ich finde ja witzig. Die Kommentare sind da witzigerweise weniger geworden, wo es hier heißt, ich soll bitte unkommentiert. Ah, Feuer 2, langsam vorderwand. Ich soll hier meine Stimme taugt nicht zum Kommentieren oder ich soll bitte unkommentiert hochladen. Das ist jetzt, ja, jetzt haben sie es wahrscheinlich endlich mal kapiert, dass es diese Videos nur mit Kommentar gibt. Und ich wette, irgendeiner schreibt wieder drunter unter dieses Video, bitte unkommentiert hochladen. Ah, nur deswegen, weil ich es gesagt habe. So, Schweigen der Lämmer, sind wir jetzt. Hier in Schweigen, ja. Wieder am Fahrplan steht E60, also mit 60, aber einfach 10 Gramm vorbei. HP2 VR0 Langsamfahrt und Halterbahn. Und ihr werdet dann just for fun mal sehen, wie schnell das eigentlich geht, wenn der Zug hier durch ist, wie der Fahrdienst Zuglaufmeldung macht. Ja, du musst ja theoretisch müsstest du ja hier bei Eingleisen strecken, musst du Zuglaufmeldung machen. Das bedeutet, wenn ich jetzt hier einfahre, ne, sagt er zum Dingerfinger, fahr jetzt Dingerfinger,
Zuglaufmeldung, Zug 4711 in Schweigen. Dann sagt der Dingerfinger, ich wiederhole, Zug 4711 in Schweigen. Dann sagt er, Servus, wird Zug 4712 eingenommen, was jetzt der komische Regionalexpress ist. Dann sagt der Zug 4712 ja. Der Dingerfinger, und dann sagt der Zug 4712 voraussichtlich ab 43. 43 ist die Minute, ist mir jetzt was eingefallen. So. Und dann wechseln die die Erlaubnis. Und dann kann der den Zug schicken, die Ausfahrt stellen. So, und das geht jetzt hier mit Landau genau das gleiche. Der sagt Zug 4712 in Schweigen. Dann sagt er, wiederholt er das, dann sagt er richtig. Hier kommt er. Pass auf, jetzt fährt er ein. Ja, jetzt ruft er den Dingerfinger an und sagt, Servus, grüße ich, Zug 4712 in Schweigen. Wiederhole, Zug 4712 in Schweigen. Sagt er richtig, Zuglaufleitung, wird Zug 4711 angenommen, zu 4711 ja. 4711 raus sich ab 50. Und dann stellt er die Fahrstraße ein. Und wenn er sieht, wie schnell das geht, ich habe gesehen, wie die Weicherung geht, jetzt ist schon grün, hier ist nichts geschnitten. Du musst dir mal vorstellen, wie die auf dieser Strecke zusammenarbeiten. Hä? Wie schnell das geht. Zug rein, Zugmeldung, Erlaubniswechsel, Ausfahrt, weiter geht's. Da war nichts geschnitten, ne? Nach der Durchfahrt des Regionalexpress. Geht natürlich auf dem mechanischen Stellwerk ein bisschen langsamer. Also muss natürlich den Streckenblock per Hand drehen. In Schweigen gibt man da einfach nur die Erlaubnis ab, beziehungsweise Landau gibt die Erlaubnis ab. Jetzt, wie gesagt, nächster Bahnhof ist dann Landau an der Isar. Ja, Schweigen war wieder zweigleisig, habt ihr gesehen. Schweigen der Lämmer. Oh. Entschuldigung, kommt mir nicht aus. Kommt wieder eine Einschaltstrecke, habt ihr gesehen, für den Bahnübergang. Und Landau ist dann schon. Landau ist besonders. Landau hat drei Gleise. Und ich weiß nicht, wie das geregelt ist in Landau. Aber ich war mal beim Fahrdienst Landau drin. Fahrdienst Landau hat seit ganz normalen Stelltisch für sein Stellwerk, also hat er ein Gleisbildstellwerk, und er hat auch mit ESTW mit drin von Wallersdorf und die Strecke nach Plattlingen. Jetzt haben sie damals, also ich habe gesehen, dass er gestellt hat Wallersdorf. Es könnte natürlich sein, dass der Wallersdorf auch in einer Zeit lang an Plattling abgibt. Das geht ja mit der Technik, dass man ein paar Bahnhöfe abgibt an Plattling, weil Plattling ist ja auch ESTW. Aber von meiner Seite aus sah aus, als ob Landau Wallersdorf mitsteuert. So. Und wenn ich das nochmal sehe, mit so einem weißen Punkt in der Mitte, die Wiederholer, dann erkläre ich euch das, was das zu sagen hat. Ja, Landau. Ha? Wieder mal ein bisschen zu spät, aber nicht so schlimm. Landau hat nämlich genau das gleiche Problem wie Dingolfing oder Leuching oder Altheim. Und zwar Bahnübergänge. So, Landau hat direkt einen zwischen Einfahrtsignal und Bahnsteig. Bisschen wie Leuching. So ähnlich. Aber trotzdem kannst du in Landau immer noch große Züge abstellen.
Was ich ganz cool finde in Landau, dass da wohl noch eine Getreidemühle gehabt, hier auf der linken Seite. Und jetzt schaut doch mal beim Reinfahren, wo das Dach ist. Du fährst eigentlich unter dem Dach durch fast, wenn du abbiegst. Wie gesagt, Landau hier hast du noch einen Überweg. Das bedeutet, wenn du auf Gleis 2 einfährst, mit der Lok zum Beispiel, dann macht der Reisendensicherung, musst du ganz bis vorfahren. Damit er dann Reisendensicherung machen kann. Genau. Wallersdorf zum Beispiel ist jetzt schon ESTW und Plattling auch. Wallersdorf ist halt auch in dem Sinne besonders, das werdet ihr sehen. Wallersdorf hat in dem Sinne den ganz normalen Bahnsteig für Personen und in dem Sinne noch ein Terminal mit dran. Das seht ihr gleich. Aber muss schon sagen, so mit einer Elfer rumzugucken oder natürlich auch mit anderen Drehstromlok LZ ist es schön, dass man schön mit 140 durch die Landschaft flügen kann. Man macht also schon ordentlich Kilometer. Und ich bin die ganze Zeit vor dem Regionalexpress gefahren von Landshut, weil die Regionalexpresse kreuzen eigentlich planmäßig in Wörth an der Isar. Natürlich kann die Kreuzung auch variieren, zum Beispiel Dingerfing, Leuching, abhängig von der Verspätung. Wie gesagt, ich habe gesehen, in Landau ging auch mal eine Strecke weg nach Arnsdorf. Aber die ist auch schon abgebaut. So, Einfahrsignal Wallersdorf. Einfahrvorsignal Wallersdorf. Jetzt ist krass, jetzt fährst du wirklich 140 bis Plattling durch. Also du könntest theoretisch fast ab Dingerfing bis Plattling durchfahren mit 140. Aber war mal wieder zu langsam. Da habt ihr auch an meiner Reaktion gemerkt, ich bin da schon richtig reingegangen. Habt ihr gehört mit der Luft. Weil man soll ja auch als Lokzug immer mit der indirekten Bremsen, also mit der Zugbremse. Und deswegen bremse ich immer als Lokzug kombiniert. Und zum Schluss nehme ich die E-Bremse aus und bremse nur noch mit der Luft. Sonst, wenn man nämlich kombiniert bremst, wie ich, ist es so, dass die E-Bremse alles übernimmt, sollte aber die E-Bremse ausfallen, bezüglich Hauptschalterauslösung oder also dass der Hauptschalter fällt oder kein Strom mehr da ist, dann wird es ja so sein, dass wenn man nur mit der E-Bremse bremst, die E-Bremse rausfliegt und wenn man dann mit der Luft nachbremst, könnte es theoretisch sein, dass man einen Meter verschenkt und dann über das Fallzeichen das Signal drüber fliegt oder drüber fährt. Deswegen soll man als Lokzug immer kombiniert bremsen, denn in dem Fall, wenn der Hauptschalter fliegt oder der Strom weggeht, dass die Luft, die ja vorgesteuert ist, sofort zur Verwendung kommt, damit man nicht über das Seitseitensignal fährt. So, links übrigens Terminal Wallersdorf. Ganz neu, irgendwie für Ersatzteile von BMW, ich weiß es nicht genau. Da kommt in der Nacht immer der
Oh, Entschuldigung. Kommen wir in der Nacht über die Rangierer, haben sie mir damals gesagt. Die da einen Zug reinfahren und einen Zug rausholen. Aber da habe ich nichts mit zu tun. So. Dann fahren wir noch am ehemaligen Haltepunkt Otzing vorbei. Den seht ihr da gleich auf der rechten Seite. Glaube ich auf jeden Fall, dass ihr den seht. Genau, hier stand auch das Schild. Genau, das Schild stand hier Otzing. War sogar wahrscheinlich mal ein Bahnhof gewesen, so wie es aussah. Und dann fahren wir ein in Plattling. So, befinden wir uns auf der Zielgeraden. Heute machen wir persönlich machen wir LZ-Fahrten am den meisten Spaß für Führerstandsvideos. Ganz einfach mit dem Punkt, weil man doch schneller unterwegs ist und mehr zeigen kann in der Stunde. So, Einfahrt mit 60. Plattling, der Eisenbahnknoten. So, haben wir Ausfahrt halt. Was sieht man jetzt gleich? Ich kam hier, ne, bin eine einzelne Lok und kann 140 fahren. Nach vorne steht ein Güterzug, der steht jetzt noch. Wenn wir da ankommen, wird er rollen. Wo ich mir dann auch gedacht habe, warum? Warum habt ihr mich nicht vorgelassen? Weil ich glaube, wo habe ich ihn überholt? Ich glaube, ich habe ihn überholt in Vilshofen. Vilshofen habe ich ihn wieder überholt. Weil da hat nämlich der Passauer gesagt, ich habe keinen Platz für dich. Naja. Aber selbst ich hatte im Passauer noch warten müssen. Muss ich ehrlich sagen. So. Einfahrt in Plattling. Weißt du, vom Plattling kam damals noch immer der Zuckerzug. 1500 Tonnen, 1550 Tonnen zum Brenner hoch. Zucker. So.
Deswegen, wo ist meine Maus? In dem Sinne bedanke ich mich bei euch allen fürs Zuschauen. Bleibt gesund, passt auf euch auf. Und ich würde sagen, bis zum nächsten Video. Mit Rumpi 8 Adam 9 sagt ciao, gute Fahrt, bis zum nächsten Mal. Tschüss.